Moin Leute, spannend, hoffentlich geht's weiter mit Resident Evil Code Veronica. Wir haben ja den letzten Ausweis erhalten, genau, und müssen jetzt direkt, falsche Taste, zum Flughafen zurück. Ja, wir müssen komplett wieder, boah, ganzen Weg zurück, durch die ganzen Zombies, vermaledeide. Runterklettern, jau. Mann, Mann, Mann. Bin gespannt, was da kommt. Tendenziell würde ich sagen, wäre der Abschnitt jetzt auch mal fertig hier. Wo ging es denn hier runter? Ach, direkt deine... Ach ja, stimmt. Ja, wäre der Abschnitt auch irgendwann mal beendet? Theoretisch? Ja, ich weiß nicht, wird das... Wird der Abschnitt auch mit einem kleinen Boss beendet? Keine Ahnung. Aber wir irren hier schon ziemlich lange rum auf diesem Gelände mit dem Haus und so. Und für gewöhnlich ist Resident Evil eher so, dass man immer so Abschnitte hat. Was ist das? Kommen Sie denn jetzt her? Ah, durch die Geheimtür hier, wetten. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. Alter, ich will ihr Gewehr. Sie guckt voll komisch. Ihre von... Als ob, ey. Die will's wissen. Aber ihr rechtes Auge ist ein bisschen... Oh, hier, Stevie is back. Tak, 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 tak. No! Steve! Wie sieht denn... Hä? Wie ist sie denn so schnell wieder aufgestanden? Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Scratch. Stevie. Mein Retter. Oh, Herzklopfen wieder. Weech. Und auf einmal liegt er hier voll... Ah ne, er sucht, okay. Steve untersucht den Raum ausführlich. Ich sollte den Raum auch genauer durchsuchen, okay. Da liegt eine Perücke, oder? Lag die da vorher auch schon? Hallo? Kann ich das nicht? Boah, diese Steuerung. Also manchmal... Da. Ach, guck mal. Alfred is back. Ja, jetzt guckst du doof, wa? Jetzt guckst du doof. Was hat er denn? Wait a second. What just happened? So there never was an Alexia after all. Ah. You mean he thinks he's two people? Okay. Ja, das habe ich aufgrund der Perücke auch gerade gedacht, dass er sie sein könnte. That freak. He's trying to blow us up along with the entire facility. Oh, that's not good. We gotta get to that airport. Right. Ja, jetzt sagt er sogar, dass wir dahin müssen. Hoffentlich sind die Zombies weg in dem Haus hier, ey. Vielleicht hat Alfred sie direkt weggesnackt. Das wäre amazing, ey. Ich habe keine Lust, mich da jetzt durchzuballern. Ach, scheiße, ey. So, links oder rechts vorbei? War natürlich die falsche Entscheidung. Nom, 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 nom. Snack, snack. Ach ja. Oh, verdammt. Nom, nom. Manchmal denke ich, ich sollte mir mehr Zeit für meine Videobearbeitung nehmen.
und lustige Dinge einbauen. Manchmal habe ich da so bescheuerte Ideen einfach nur. Oh, fuck. Ich will die jetzt eigentlich nicht töten, weil ich glaube, dass ich hier nicht wieder herkomme. Boah, jetzt steht der da unten einfach. Ah, hallo, lass mich vorbei. Hallo. Uiuiuiuiuiui. Boah, die haben mir schon gut zugesetzt, ey. Das ist nicht gut. Ich habe eindeutig zu wenig Heilung. Hab das Gefühl, dass Heilung doch recht knapp ist. Vielleicht hätte ich auch an denen vorbeilaufen können, die ganzen Zombies hier. Ah, wer weiß. Das Gute ist, ich habe keinen Timer oder so. Das wäre jetzt noch... Ah, jetzt bin ich schon im orangenen Bereich. Ey, hoffentlich sterbe ich nicht. Ärgerlich. Ich werde jetzt auch so straight zum Flughafen durchrennen. Außer hier Box. Box nehme ich nochmal mit. Da ich gerade ein bisschen Platz habe, würde ich mal ein bisschen Munition mitnehmen vielleicht. Oh, die muss ich... Oh, ich habe gar nicht so viel Platz. Aber die werde ich ja gleich wieder los. Säure, Napalm. Hier ein bisschen was mitnehmen. Wäre das pauschal schlau? Ich habe echt nicht viel im Inventar hier in der Itembox, ne? Ich nehme die mal mit. Ich hoffe, die werden mir nicht zum Verhängnis, dass mir dann irgendwie Platz fehlt oder so. Weil es wirkt schon ein bisschen so vom Spiel, dass das hier in dem Bereich tatsächlich gegen Ende geht. Und wir dementsprechend eventuell auf einen Boss treffen. Resi-Spiele sind ja ein bisschen so getüdelt. Mal gucken, mal gucken. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt doch keiner. Muss ja nicht. Ist ja tatsächlich nicht immer so. Oder? Ah, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oh Gott. Da ist er schon wieder. Wie ist er da hingekommen? Er ist ja wieder der Typ. Alle Überlebenden. Hey, ho, let's go. Du könntest mir wenigstens... Has been activated. Ihr könnt mir mal irgendwie eine Heilung drücken oder so. Ich komm wieder hier. Herzklopf. Sequenz. Lass uns schnell zum Flughafen gehen. Ja, alles klar. Okay, er regelt hier. Er bedient das aber genauso. Also wird das schon richtig sein. Finde ich trotzdem weird. Jetzt sind hier drin auch Zombies. Pass auf. Nee, er regelt alles hier für mich. Geil, ich muss gar nichts machen. Ich muss echt gar nichts machen einfach. Stevie regelt. Alles automatisch hier. Na, ja, jetzt muss ich wieder selbst laufen. Schade. Hallo Stevie, warte doch mal auf mich. Ey, kann ich angehen, ey. Renn einfach vor. Anstatt hier sie mal ein bisschen zu beschützen. Ich bin verletzt. Ich warte immer noch darauf, dass hier irgendwas an die Scheibe klatscht, ey. So ein Zombie-Hai oder so. Sind hier Zombies? Nö, ich lauf mal darum. Ich hoffe, bin ich richtig hier auf der Seite? Ja, ne? Ich glaube, auf der anderen Seite ging es nur... Ja, doch, war richtig nice. So, lass uns die Dinger einsetzen hier. Die Abzahl, die Ausweise. Heeresausweis. Keine Ahnung, Ausweis. Luftwaffe wahrscheinlich. Und ein Marine gab es noch, ne? Ja, easy. Hallo, Milo. Eine Kontrolltafel für den Lift. Den Schalter betätigen? Ja, machen wir mal. Ah. Easy, peasy.
Bin ich jetzt im Flugzeug? Wie cool ist das denn? Kann ich jetzt wegfliegen? Da ist ein Hebel oder so. Oh. No. We can't take off unless we raise the bridge. Leave that to me. You stay here and make preparations for takeoff. Lass ihn das doch regeln und chill du im Flugzeug. Verstehe ich nicht, ey. Ah, da ist noch. Ich speichere lieber nochmal. Hallo. Lieber nochmal speichern. Ich habe ein bisschen Bedenken hier. Das riecht alles so. Nach fiesen Sachen, die da kommen. Kann ich hier noch was machen? Ach, hier ist sogar noch eine Box. Geil. Ach Gott, aber. Ich habe echt gerade ein bisschen Bedenken hier. Ist abgeschlossen. Wo muss ich denn dann jetzt lang? Hä? Ach so. Ach so. Ha, dumm. Dumm. Ich weiß, dass auf der anderen Seite des Flugzeugs, von diesem Hangar oder was das hier ist, glaube ich, eine Stelle war, wo wir einen Hebel hätten benutzen können, glaube ich. Und der fehlte da doch, oder? Ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr, aber ich meine, dass das so war. Jetzt muss ich natürlich nochmal durch diesen Zombie-Raum und nachher nochmal. Naja, zwei Stück. So, mal gucken. Oh, hier ist drei Stück. Na gut, ich korrigiere meine Aussage. Shit. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall schon vielleicht oben dann? War das da oben? Das könnte gut sein, ne? Ich bin mir nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich bin hier jetzt auch völlig falsch gelaufen. Das war eine Schlüsseltür da. Ach hier, da war das, glaube ich, ne? Gerät funktioniert nicht. Nicht? Okay. Dann... Aber wie komme ich durch die Tür da unten zum Beispiel? Das war das Kran-Ding. Klingt ein bisschen wie Musik aus so einem Militärfilm oder so. Ist schon ein bisschen cool. Ah, hier, ja, genau. Hier können wir jetzt den Hebel benutzen, oder? Ja, den. Diese Taste bitte. Amazing. Der Hebel umlegen, jo. Ah, cool. Ah, jetzt können wir... Ja, jetzt können wir mit dem Flugzeug auch unten durch. Aber ich gucke jetzt erstmal hier. Ich weiß nicht genau, ob das schlau ist, aber... Ja, eigentlich müsste ich jetzt ja über diesem Raum sein. Ich bin gespannt. Mal gucken. Immer dieses Herzklopfen direkt, ey. Oh, hier liegen Brainies. Was ist das? Ein Ausweis oder so? Flughafenschlüssel. Ah. Das ist bestimmt der Schlüssel für die Tür unten, oder?
Ach, hier ist das. Ach, das ist so ein Aquarium-Ding. Ich dachte, es wäre draußen so. Ja, K402. Das ist der Schlüssel für die Tür unten. So schnell lüftet sich das Geheimnis um die Tür für mich. Das geht jetzt aber auch Schlag auf Schlag hier, ne? Das ist schon krass. Das heißt ja unterm Strich, dass ich nicht mal wirklich vorher zu dem Flughafen muss, glaube ich. Ich glaube einmal, um die Karte zu holen, aber danach nie wieder, oder? Dafür, dass ich noch irgendwie dreimal hergelaufen bin, gefühlte. Alles unnötig gewesen. So. Ah, jetzt benutzt sie den Schlüssel an. Nee, ich verstehe es manchmal nicht. Egal. Oh, hier kann man noch mal speichern. Ich glaube, das mache ich auch noch mal eben. Das ist mir zu kritisch hier, das alles so. Der Speicher davor war dann ein bisschen unnötig, aber es macht auch nichts. Ich speichere hier jetzt lieber einmal zu viel, als irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde nachholen zu müssen. Oft genug passiert in anderen Resident Evil Teilen. Oh, hier sind... Oh, da ist noch Munition. Und... Ah ja, komm, das riecht doch alles nach einem Boss, oder? Hier sind noch Granaten. Da sind zwei Heilungen. Da ist noch Pistolenmunition. Das ist schon wieder too much. Aber die zwei Heilungen sind zu wenig, leider. Für mich. Ich hätte ganz gern noch ein Paket dabei. Na, vielleicht irre ich mich ja auch. So, da komme ich nicht weiter, nehme ich an. Die Ladung blockiert die Tür. So kann ich den Fahrstuhl nicht benutzen. Steuert die Belüftung. Kann ich die hier beiseite schieben? Oder die sogar? Nee. Kann ich da von der anderen Seite ran? Nee, irgendwie nicht. Kann ich da raufklettern? Ah, okay. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, was ich tun muss. Guck doch mal eben um die Ecke. Aber ich meine, da kam ich doch nicht weiter, oder? Fahrstuhl ist ja hier hinter der Wand. Sehr merkwürdig. Tendenziell würde ich schon sagen, ich muss sie verschieben, aber... Ladung blockiert die Tür. Verschieben kann ich die nicht. Ach, hä? Kann ich doch. Ach so, man darf nicht dagegen rennen. Das ist ja dumm. Da ich da wahrscheinlich nicht reinkomme, muss ich die auch da reinschieben, nehme ich an. Ja, mal gucken. Ah, amazing, okay. Oh, jetzt habe ich natürlich einen Timer, ne? Ist egal, wie lange du vorher gebraucht hast, jetzt, ab jetzt sind es nur noch 5 Minuten. Egal, ob du eine Stunde dahin gebrauchst oder 4 Stunden. Jetzt nur noch 5 Minuten. Und es gehen direkt mal 20 Sekunden dabei drauf, nur weil die Tür geöffnet wird. Ich kann mich nicht bewegen, scheiße.
Es geht noch mehr Zeit auf. Eine halbe Minute. Now feel my revenge. Okay. Oh, look at this. Tyrant is back. Keine Ahnung, ob das Tyrant ist, aber sieht auf jeden Fall so aus. Er bewegt sich aber nicht sonderlich schnell, oder? Oh Gott. Die Frage ist, wo taucht er genau auf? Und wo bin ich jetzt eigentlich mit diesem Fahrstuhl hingefahren? Einfach 40 Sekunden. Ach, hier bin ich. The fuck. Muss ich mir überlegen, wie ich schnell wieder zurückkomme. Tendenziell ja über die Residenz. Aber ich bin gerade ein bisschen überfragt tatsächlich. Wenn ich also Richtung Flughafen wäre ja eigentlich hier links wieder, ne? Ich habe auch halt keinen Bock, jetzt mega falsch zu laufen. Keine Ahnung. Links hält die Zeit an, wenn man ins Menü geht. Oh Gott. Oh Gott. Okay, zurück komme ich wohl nicht mehr. Oh. Dann wollen wir den mal wegsnacken. Machen wir hier Brandpfeile. Hey, wir nehmen Granaten, oder? Oh Mann, ey, echt jetzt? Die schon in die Knie gezwungen. Oh, verdammt. Okay. Kann ich nicht an dem vorbei? Nee, ich kann nicht an dem vorbei. Oh, jetzt bin ich tot. Der haut mich einfach zweimal und ich bin tot? No. Ja, dann muss ich den ja ganz killen, oder? Das war dann ja auf... Ach, jetzt muss ich die Gegenstände hier nochmal wegsnacken. Okay, das versuchen wir doch direkt nochmal. Da habe ich jetzt eigentlich noch Bock drauf. Hätte ich mich mal erst in dem Raum umgeguckt. Da die zwei Kraut noch und dann die 10, die Sequenzen können wir dann ja überspringen. Die kennen wir ja nur schon. Ja, man muss, darf einfach echt nicht rennen. Das ist ja dumm. Okay. Aber nun gut. Hallo, auch das geht nicht. Warum kann ich das nicht... Oh, Leute. Muss ich das weiter reinschieben? Ne, die hat aufgehört, das zu schieben. Nein, nicht da hochgehen. Danke. Wieder runter. Also das ist ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Das verstehe ich nicht so ganz, warum das manchmal nicht geht einfach. Direkt mal hier ausrüsten.
5 minutes until detonation. Ja, die Türsequenzen können wir natürlich nicht überspringen. Ja, ich hätte die Folge auch hier zwischendrin beenden können, aber ich glaube, das ist schon okay. So, wird ein bisschen längere Folge heute. Ja, und ich will mir das nicht nochmal angucken. Kann man das gar nicht überspringen? Doch, okay. Ich habe nur einfach die falsche Taste gedrückt. Ich glaube, zum Überspringen muss man die Select-Taste drücken oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Tatsächlich, ist auch wirklich so. So. Muss ich jetzt warten, bis ich ihn wieder anschieße? Und dann die Frage, merkt man, wenn ich dran vorbei kann? Nein, nicht prüfen. Bist du doof? Kombinieren bitte. Und die kombi ich auch mal. Falls er mich doch einmal erwischen sollte, muss ich die Kräuter nehmen. In your face. Oh no! Ah, fuck. Shit, shit, shit. Da waren meine Munition alle. Hey, ich muss doch... Ah! Boah, krass, ey. Das ist aber auch knapp. Weil das Feuer hinter mir hätte mich ja auch gekillt, schätze ich mal. Huiuiui. Oh, knapp 3 Minuten noch. Aber war jetzt an sich tatsächlich, den Treffer hätte ich nicht kassieren müssen. Okay. Aber hier ist ja... Hier ist ja kein Boot mehr. Wie komme ich denn hier jetzt weg? Ach so, hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Oder geht das einfach nach unten? Dass ich mit dem Boot sozusagen einfach nach unten fahre und gar nicht irgendwo hin. Das wirkt ja immer so, als wenn ich irgendwo hinfahre. Das ist ja super umständlich. Da hätte er auch einfach eine Röhre nach unten machen können. Aber wäre wahrscheinlich auffälliger gewesen. Vor allem muss man das da alles mit einberechnen in die Kampfzeit. Das muss man mal überlegen. Das ist schon krass, finde ich. Und auch die ganzen Sequenzen mit den Leitern, Türen und hast nicht gesehen. Na, komm. So, jetzt muss ich wieder zum Flugzeug. Also hier links. Bleib, wo du bist, Zombie. Na gut, restliche Zeit ist 1 Minute dann. Oh,
Okay, hier hört die Zeit jetzt auf. Ja, es ist aber schon... Das ist schon knackig. Vor allem, wenn man erstmal denkt, fuck, wo muss ich hin? Aber dafür gibt es ja Menüs, die die Zeit anhalten. Sehr nett vom Menü. Ja, hätte mir auch helfen können, knapp. Right, we're out of here. Time to say goodbye to this death trap. Boah, hier, die Sequenzen. Ja, und jetzt? Spiel vorbei, oder was? Dann wär's ja noch. We made it! Yahoo! Yahoo! Oh, it's finally over! Oh nein, so ein kleiner Love Story Moment. Claire, I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. No, it's okay. It was hard for both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Aww, sad story of Steve. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. Also, ich würde ja nach Hause fliegen, ne? Bisschen erstmal duschen, chillen. Hawaii is nice this time of year. Pizza essen. You got it. Ja, irgendwas passiert doch noch, oder? Weil wir müssen ja noch ihren Bruder finden. Na, jetzt kommt er mit seinem Panzer oder was? Really? Toll, hätte ich das gewusst, dass da hinten ein Knopf ist, hätte ich den auch betätigt. Wie da einfach noch Munition drunter liegt. Hätten wir uns die wegsnacken können? Hätten wir das machen können? This game is not over yet. Now you will see what real terror is. Ja, er hat noch einen Kampfjet im Keller oder was? Come on. Alles klar, ey. Sogar Senkrechtstarter hier. Oh, what? Tatsache. Holt er uns jetzt vom Himmel oder so? Das wär's ja noch, ey. Luke ist offen. Thanks. I've unlocked the cargo room door. Nee. So, bevor wir weitermachen, saven wir einmal. Ich hoffe, das geht, aber da gehe ich jetzt mal von aus. Hey, gut, dass hier eine Schreibmaschine im Flugzeug ist. Hatte ich früher auch immer dabei, bestimmt. Farbband verwenden. Nice, Leute. Dem Tyrant umgenietet. So, diese Folge endet natürlich auch hier. Die ist lang genug. Das ist in Ordnung. Wir sind im Flugzeug und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwie abstürzen, aber ich rechne damit tatsächlich. Weil das Spiel kann ja hier nicht zu Ende sein. Jetzt nur die Frage, was ist in der Ladeluke? Ja, noch ein Boss glaube ich nicht. Ich schätze mal, dass er uns vom Himmel holt und wir irgendwo abstürzen und da geht es dann weiter. Also, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch und seid dabei. Bis dahin, Leute. Ciao.